sehr zufrieden mit dem Ablauf des Abends. Ich glaube, es war ein ganz tolles Fest, es war ein tolles Ambiente, tolle Gäste, schöne Reden, tolle Interviews. Also wir sind vollum zufrieden. Wir haben auch eine Menge Interesse festgestellt. Wir haben ganz viele Leute auch durch die Kellereien geführt, einfach auch gemerkt, dass ein Interesse für die Branche, für die Produkte war, und es hat uns sehr gefreut. Es ist angemessen, in der zweiten Bundesliga, in der wir jetzt so spielen, dass wir bei unserem Partner Henkel in einem ganz, ganz tollen Ambiente einen sehr späten, aber mit Herz Neujahrsempfang vollbringen dürfen. Insbesondere, wenn du 250 geladene Gäste hast und mindestens 250 erscheinen, das spricht schon mal für uns. Das war auch nicht immer so. Also die Entwicklung des Vereins ist da und die Leute wissen es auch sehr zu schätzen.